Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Mir ergeht das hier so, dass ich den Eindruck habe, dass ich in einem Endzeitfilm bin, wo der Regisseur hoffentlich bald mit der Klappe kommt, die zusammendrückt, das Klappgeräusch zu hören ist und damit diese Situation Ende hat. Mir würden Steine vom Herzen fallen, aber es ist eben nicht der Fall. Jeden Tag wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Mittlerweile haben wir eine Ansteckungsgefahr, die ungefähr bei 1 liegt, sogar auch drunter, 0,7, 0,8. Ich weiß nicht, was dieses Volk sich noch bieten lässt. Die Einschränkungen sind ja extrem, aber offensichtlich empfinden es immer noch einige als Urlaubsstimmung. Ich meine, gut, die volle Bezüge kriegen und zu Hause bleiben können, wie zum Beispiel Politiker. Für die ist das ja auch alles in Ordnung. Für die ganzen Selbstständigen, ich bin selbstständig, ist das natürlich, aber ist ja egal, ist ja nicht so schlimm. Ich frage mich ernsthaft, liebe Leute, wenn die Bundesregierung und dieser Bundesgesundheitskanister, wenn der sagt, also morgen haut ihr euch abends noch ein Ei, ein rohes Ei auf den Kopf, föhnt das an, lasst die Schalen schön drauf und geht morgen dann zur Arbeit, das ist ein Schutz gegen Corona, macht ihr das dann auch? Ich weiß, dass jetzt viele wieder sagen, ja, da ist ja wieder so einer, der hat ja wieder gar keine Ahnung. Nee, nee, ich bin nur Zahnarzt, ich habe überhaupt keine Ahnung, überhaupt nicht, gar nicht. Ist nur komisch, also, es ist gelockert, dann wird das wieder gelockert, hier wird gelockert und gleichzeitig wird alles noch viel, viel schlimmer gemacht. Merkt ihr eigentlich, was hier abgeht? Hier läuft ein Riesenplan, dagegen ist alles das, was wir vorher hatten, nichts, null, nichts, das ist Kinderkacke. Hier passiert etwas und ihr werdet euch wundern. Ich weiß, dass die Schlafschafe da draußen sind noch massenhaft. Ihr glaubt immer noch Herrn Kleber und diesen ARD und ZDF. Ihr sitzt noch nicht mal mehr in der letzten Reihe. Bei ARD und ZDF sitzt man nicht mal mehr in der letzten Reihe. Es ist völlig unfassbar, was hier passiert. Wenn wir nicht langsam die Reißleine ziehen, und nicht langsam, sondern sehr, sehr schnell, dann werden wir in einem totalitären System aufgehen. In Totalüberwachung, und zwar alles, es wird alles überwacht. Und glaubt bitte nicht, dass das irgendwie Science Fiction ist. Flucht ins 23. Jahrhundert oder Star Trek oder weiß ich was. Vielleicht schon mal aufgefallen, das ist alles so und so keine Fiktion mehr. Das ist alles Wahrheit. Bis aufs Beamen ist im Prinzip fast alles wahr. Ja, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt, dann merkt man halt, hier sind Denker dran. Das ist ein Plan, der hier durchgeführt wird, der seinesgleichen sucht. Das Erstaunlichste und Erschreckendste, was ich allerdings feststelle, ist die Wissensbefreitheit, das Desinteresse und die Duldsamkeit. Es wird alles erduldet. Alles. Es ist egal, wenn das weggeschnitten wird, ist egal, dann machen wir das, dann machen wir das. Ich weiß nicht. Man hat da wirklich den Eindruck, dass ihr, auch wenn morgen gesagt wird, ihr sollt aus dem Fenster einen Körper machen, dann werdet ihr das auch machen, ne? Also ich für meine Begriffe sehe das so. Wenn wir nicht die verantwortlichen Politiker zur Verantwortung ziehen, und die Verantwortung kann nur Knast heißen, nur Knast, das ist meine persönliche Meinung, dann geht hier bald gar nichts, dann geht hier nichts mehr. Das ist ja schon zu viel, was ich hier mache, ich muss ja schon aufpassen, aber ich versuche es einfach mal, vielleicht ist ja da jemand noch draußen, der sich da auch animiert fühlt, vielleicht auch mal Gesicht zu zeigen. Ich habe es jedenfalls getan. Ich sage, Leute,
was lassen wir uns noch alles bieten? Fangt doch bitte einmal an nachzudenken. Guckt euch solche Leute wie Herrn Dr. Schiffmann an, die Schwindelambulanz und. Merkt doch endlich mal, was hier gespielt wird. Merkt es doch mal und wehrt euch. Wehrt euch. Natürlich muss ich wieder sagen, den Spruch nach den ganzen geltenden Rechten, aber die sind ja so und so bald abgeschafft. Ich sage nur, wir werden aufwachen in einem System. Dieses System wird keinem gefallen. Und es wird aber nicht mehr rückgängig zu machen sein, weil wir total kontrolliert werden. Und mit total kontrolliert meine ich auch gesundheitlich total kontrolliert. Stichwort Impfen. Stichwort Impfen. Stichwort Marker. Stichwort Chip. Das sind keine Hirngespinste. Man muss es nur lesen. Es ist wahr. Es ist kein Science Fiction. Wir werden total kontrolliert, in absoluter Gänze. Wenn ihr das wollt, dann seid weiter die glücklichen Sklaven. Geht in den gebückten Gang, wehrt euch nicht, erduldet. Aber nie wieder will ich irgendein Klagen hören von irgendjemandem. Man muss es mit Arthur Schopenhauer wirklich enden lassen. Aber das Zitat bringe ich nicht, deswegen bin ich übrigens mal gesperrt worden. Man darf noch nicht mal mehr einen deutschen Philosophen zitieren. Ja, in dem Sinne, habt einen schönen Tag.